Hallo und herzlich willkommen zu Crunchtime TV. Heute in einer veränderten Besetzung mit mir, Werner, und mit Katharina Reisbich. Hallo, wir haben heute hier einen sehr langen Tag hinter uns. Die zweite Dame ist gestartet, haben leider nach guter erster Halbzeit gegen Petershagen-Lade den Kürzeren gezogen, mit 26 zu 31 verloren. Dann hatten die Herren den Brocken Recke vor der Brust, der dann etwas zu groß war. Dort gab es auch eine Niederlage mit 21 zu 35. Und dann haben wir gespielt. Wie haben wir denn gespielt, Katha? 35 zu 18 gewonnen. Ja, wir haben gewonnen. Wir überwintern. Nee, noch gar nicht. Wir haben ja nächste Woche noch ein Spiel. Das findet am 16.12. um 15 Uhr in der Halle Ost gegen Königsborner SV statt. Katha, was hat dir in der ersten Halbzeit unserem Spiel besonders gut gefallen? Besonders gut hat mir die Abwehr gefallen und dadurch haben wir auch das Spiel nach vorne geschafft und sind sehr schnell und haben viel nach vorne agiert. Aus Trainersicht kann man sagen, die Deckung hat gut gestanden. Die Absprache im Innenblock war ganz okay. Simone dahinter hat einen guten Job gemacht und sind gut eingestellt worden, die Mannschaft von Sascha, und haben wenig Schwierigkeiten gehabt, unser Kombinationsspiel vorne durchzubringen, war in allem ganz gut, haben viel gewechselt erste Halbzeit, so dass alle gleich in den Tritt gekommen sind, sind dann mit dem Pausenstand 18 zu 11 in die Kabine gegangen, haben uns dann nochmal neu fotografiert. Und was war dann zweite Halbzeit für dich besonders gut? Eigentlich dasselbe. Also das Spiel hat sich nicht besonders verändert, nur dass unsere Gegner jetzt nicht noch die Motivation dazu hatten und wir dann so doch mehr Gegenstöße laufen konnten. Ja, das ist die Deckung hat gut gestanden. Wir haben viele Gegenstöße gelaufen, 3-4 in Folge. Hatten zwar ein paar zu viele Fehlwürfe vorne, aber insgesamt kann man mit dem Ergebnis, wie haben wir überhaupt gespielt, Katha? Hab ich doch schon gesagt, 35 zu 18, genau. Wir haben 35 zu 18 gewonnen und kann man ganz zufrieden sein. Jetzt beginnt der ganz wichtige Teil des Abends, denn gleich geht's auf die Weihnachtsfeier. Yeah, in diesem Sinne, liebe Grüße. Besucht uns nächste Woche in der Halle Ost, dann ist auch die zweite Herren vor Ort, die spielen um 13 Uhr gegen Burg Steinfurt. Die dritte Dame spielt um 17 Uhr gegen Amelow Ellerwick. Und dazwischen spielen wir um 15 Uhr, wie gesagt, gegen Königsborn.